Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von Wer weiß denn sowas? Eine besonders sportliche Ausgabe unserer schönen Sendung. Denn wir haben uns zwei fantastische Turner eingeladen. Wer erinnert sich nicht an Eberhard Ginger und seine großen Erfolge? Herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, lieber Eberhard. Ja, wie oft turnst du heute noch? Also trainieren 3-4 Mal die Woche, das schaffe ich. Aber turnen selber einmal die Woche. Und dann auch geht's noch richtig noch ans Reck und so. Ja, ja. Also in Doppelsalto kriege ich schon noch hin. Wow, nein. Ja. Absolut, Wahnsinn. Wir haben da mal was vorbereitet. Aber du brauchst es nicht mehr zu machen. Merkt man, dass die Risikobereitschaft abnimmt? Ja, eindeutig. Schon? Ja. Die überlasse ich den jungen Leuten. Ja, naja, gut. Ja. Das ist ja. Also ich meine, Fabian, der ist ja ein ganz Verrückter. Ja. Schön, dass du heute bei uns bist. Eberhard Ginger im Team mit Bernhard Hoherkamp. Und auf der anderen Seite Fabian Hambüchen. Das heißt, du bist aber einmal die Woche wieder nach Hause. Ich freue mich immer sehr, Fabian, wenn du, also du warst ja auch schon bei Elton, bei Schlag den Star zu Gast, ne? Schon sehr häufig auch bei Klein gegen Groß zu Gast gewesen. Ja, heute hier bei Weiß denn sowas. Heute musst du dich mal körperlich weniger anstrengen, aber dafür den Kopf arbeiten lassen. Ne? Ja, ob das so gut ist, werden wir sehen, ja. Naja, guck mal, aber mit Elton zusammen im Team, das wird doch hinhauen, oder? Ja, ich war ja auch schon zweimal hier, sehe jetzt aus, drittmal, jetzt das zweite Mal mit Elton. Beim letzten Mal sind wir schön mit Null rausgegangen, aber die andere Truppe war auch bei Null. Also, oh, okay. Genau. Zumindest haben wir dann Was will ich dir damit sagen? Der Fabian weiß, wie man das Publikum motiviert, gleich zu Beginn der Sendung. Ne? Das funktioniert doch richtig gut. Ne? Aber heute, das ist ein gutes Omen. Heute wird da richtig was zusammenkommen. Definitiv. Ne? Also, dann auch euch viel Spaß, viel Erfolg. Danke. Und ich habe gleich was Spannendes für Sie zum Anfang, meine Damen und Herren. Wussten Sie eigentlich, dass die Olympischen Winterspiele noch nie auf der Südhalbkugel unserer Erde stattgefunden haben? Ja, das wusste ich. Vielleicht aus Gründen. Ja. Vielleicht aus Gründen. Ja, da habe ich auch schon mal drüber. Das ist ein Sportfact, der mir bekannt war. Der war dir bekannt? Ja, aber er bringt nichts. Ja. Dann schauen wir doch jetzt mal auf die Publikumsverteilung. Wie sieht das heute aus? Wir haben natürlich auch heute wieder 48 Zuschauer im Publikum, 24 auf jeder Seite. Dazu kommt virtuelles Publikum. Und das heißt, es gibt eine Gesamtverteilung. Hinter Eberhard Ginger und Bernhard haben sich 49 versammelt. Hinter Fabian Hambüchen und Elton 45. Ja. Mhm. Damit werdet ihr gleich die erste Kategorie auswählen. Aber wir schauen erst mal, was ist denn heute alles dabei? Hier sind unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Obst und Gemüse, das Fragezeichen, Trick 17, andere Länder, andere Sitten, Hausbau, in den Bergen, digital, wie bitte, wie ticken wir, Erfindung, clever und Insekten. Hm. Ja. Jede richtige ein Antwort 500 dabei Euro ist, für beide ein Teams, einen Publikumsjoker. Ne? Ihr dürft die erste Kategorie auswählen. Glück ist Sport nicht dabei. Das also ich fände ja Hausbau oder in den Bergen ganz schön. Ja, ja. Fangen wir so an? Ja, wir fangen mit Hausbau an. Hausbau ist toll. Ja. Der NABU empfiehlt, an mit Styropor gedämmten Häuserfassaden glatten und dicken Putz zu verwenden, damit A. Hornissenköniginnen sie nicht für feindliche Nester halten, B. Das Echolot von Fledermäusen sie daran vorbeilotst, oder C. Spechte sie nicht mit morschen Bäumen verwechseln. Also das Echolot von Fledermäusen sehe ich jetzt nicht gerade besonders wichtig hier für. Spechte. Also man hat relativ wenig Berichte davon gehört, dass Fledermäuse an Hauswänden, da sich aufhalten. Das ist wirklich ganz selten. Klar, Spechte, sie nicht mit morschen Bäumen verwechseln. Also in Bonn gibt es ein Problem mit irgendeiner Papageienart, die sich in Styropordämmungen von Häuserfassaden hineinarbeiten. Aber Papageien gibt es ja auch nicht so viele in unseren Breiten. Ich habe so einen Papageien gesehen. An so einer Hauswand.
Daraufhin habe ich und dann Moschenbäum das Museum auch? König angerufen und mich mit dem dafür zuständigen Ornithologen verbinden lassen. Ich wollte ihn darüber informieren. Ich dachte, ihn interessiert es. Tat's das nicht. Kam raus. Aber er hat mir gesagt, die gehen in alte Spechthöhlen. Okay. Und dass Spechte manchmal Löcher da reinbohren. Und das würde natürlich merkwürdigerweise zu C passen, weil die, wenn der Putz dick ist, ist es schwer, da durchzukommen. Und wenn er glatt ist, können sie sich nicht halten. Aber ein Specht merkt doch sofort, dass es kein Holz ist. Ja, vielleicht nicht. Vielleicht ist der Specht überschätzt worden die letzten Jahre. Was hältst du denn aber von A? Das erscheint mir das Naheliegendste. Naja, aber wenn ich eine glatte Wand habe, wie soll das ein feindliches Nest sein? Das wäre ja eher eine Kugel oder ein Loch oder eine kleinere Struktur. Aber wir reden ja von einer kompletten Wand. Wir reden ja von einer ganzen Fassade. Ja. Der NABU ist euch bekannt, nur ganz kurz. Naturschutzbund. Ja, Naturschutzbund. Das ist ja. Nur für alle Zuschauer, denen die Abkürzung nicht geläufig ist. Aber die Hornissenkönige also, sind nicht für feindliche Nester halten. Ich bin da so bei C. Deshalb würde ich das gern riskieren. Okay, dann. Und wenn nicht, weiß ich, auf wen ich das nächste Mal höre. Ich nehme C. Ich schließe mich. Wir nehmen beide. Jetzt nehmen wir beide Vorredner C. An. Vorsichtig, aber bestimmt an. Ja. Simultansprung. Es kommt immer wieder vor, dass Spechte Löcher in gedämmte, verputzte Häuserfassaden picken und so teure Schäden verursachen. Offenbar erwecken die Fassaden auf die Vögel den Eindruck eines Baumes, weil die raue Struktur der einer Baumrinde gleicht und die Isolierung, beispielsweise aus Styropor, morschem Holz ähnelt. Dort suchen Spechte nach Futter und bauen Nester. Um das zu verhindern, wird geraten, möglichst glatten Putz in dicken Schichten zu verwenden. Je glatter die Fassade, desto schlechter kann sich ein Specht daran festhalten. Und je dicker die Verkleidung, desto schwerer fällt es dem Specht, ein Loch hineinzupicken. Nicht schlecht, Herr Specht. Die ersten 500 Euro für die erste richtige Antwort. Ich bin ja viel durch die Welt gekommen. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Für welches Hobby steht der schwedische Begriff Jökuta? A. Früh aufstehen, um im Freien dem Gesang der Vögel zu lauschen. B. Die Zeitung des Nachbarn lesen, ohne dass diese es merken. Oder C. Schnaps trinken und dabei Elche imitieren. Also B erscheint mir als total sinnlos. Ja, vor allem so als Hobby. Ich lese jetzt mal die Zeit und es ist mein Hobby und der andere darf es nicht mitkriegen. Und wenn der Nachbar das mitgekriegt hat, ist das Hobby vorbei oder was? Bist du hobbylos? Ist er hobbylos. Also finde ich auch komisch. Früh aufstehen, um im Freien dem Gesang der Vögel zu lauschen. Ja, macht man ja hier auch vielleicht mal gerne. Einfach mal früh aufzustehen. Aber. Aber du meinst, Schnaps trinken und Elche imitieren macht man hier nicht. Eben. Also wir können es jetzt mal machen. An Karneval gibt es da so einige. Ich mach's gerne. Wenn man viel kohlensäurehaltige Getränke zu sich genommen hat und es entfleucht etwas, ja. Ziemlich laut. Dann sage ich immer, also dann rülps ich halt und so, Elche? Ja, ist ja so ähnlich. Weil machen ja dieses, ich finde das, also ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber ich finde es doch auch lustig. Wollen wir es nehmen? Machen wir. Wir nehmen C. Probier doch mal, ob das mit Wasser geht. Ein neues Prinzip. Wir entscheiden uns nicht im Zweifel für die richtige Antwort, aber vielleicht für die lustigste. Das schwedische Wort Jökuta leitet sich ab von einer in Teilen Schwedens verbreiteten Tradition, an Christi Himmelfahrt frühmorgens aufzustehen, um sich den Gesang des Kuckucks anzuhören. Einige Gemeinden veranstalten ihre Gottesdienste an diesem Tag daher im Freien. Mittlerweile steht Jökuta in Schweden allgemein für das Hobby, morgens sehr früh aufzustehen, in die Natur zu gehen und dem Gesang der Vögel zu lauschen. Oh, nein. Sie müssen nicht applaudieren.
Hätte man sich vielleicht logisch herleitet. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Ich hätte zu gerne deinen Elchlaut gehört. Ja. Zu gerne. Guten Morgen. Wir nennen dich ab heute nur noch Elchton. 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 In den Bergen? Wäre eine Möglichkeit. Ja, daneben fangen wir mit der mal, machen wir die. Halte ich mich auch gerne auf, ja. Was wurde im Sommer 2021 auf dem Schweizer Berg Sentis in 2500 Metern Höhe errichtet? A. 1200 Lautsprecher, die kontrollierte Lawinenabgänge erzeugten. B. Riesiges Lasersystem, das aus Gewitterwolken Blitze ableitete. Oder C. Heizplatte, die Wärme spendete und so dichten Nebel auflöste. Also 1200 Lautsprecher, die kontrollierte Lawinenabgänge erzeugen im Sommer. Schwierig. Naja, das wurde im Sommer installiert. Ich glaube, im Winter wird es dann genutzt. Hm. Das ist die Idee. Wenn es A ist, wäre das die. So würde ich mir A erklären. Was hältst du von B? Riesiges Lasersystem, das aus Gewitterwolken Blitze ableitete. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Es gibt ja auch so Gewitterflieger, die da dann versuchen, da reinzufliegen und so etwas dann unter Umständen auch fest zu installieren, ist ja durchaus eine Möglichkeit. Aber das heißt, der Blitz, die Blitze schlagen da nicht unkontrolliert im Dorf oder in der Hütte oder so ein, sondern die schlagen, die folgen dem Laserstrahl. Ja. Aber dann würden sie in den Laserstrahlerzeuger einschlagen. Und der müsste natürlich dann entsprechend ausgerüstet sein, dass der nicht, die Blitze genau. Dann entsprechend abfängt. Heizplatte, die Wärme spendet und so durch Nebel auflöst. Aber so eine riesige Heizplatte, die müsste ja dann überdimensioniert sein. Ja, ja, und vor allem die muss ja, damit also du den Nebel... Der Kosten-Nutzen wahrscheinlich sehr gering. Also C schließen wir aus, A oder B. Also ich komme doch mehr und mehr zur Überzeugung mit den Lautsprechern. Wir nehmen die Lautsprecher. Antwort A. Ah. Man sagt ja auch, der Berg ruft. Der Sentis ist ein knapp 2500 Meter hoher Berg im Nordosten der Schweiz. Auf dem Gipfel befindet sich eine Sendeantenne, die jedes Jahr von Hunderten von Blitzen getroffen wird. Dort wurde im Juli 2021 ein 9 Meter langes und rund 5 Tonnen schweres Lasersystem errichtet, das von der Universität Genf und einem deutschen Unternehmen entwickelt wurde. Der Laser bildete in den Gewitterwolken eine Art Kanal, durch den Blitze kontrolliert zum Boden geführt und ohne Schadeneinwirkung abgeleitet wurden. Oh ja, stand bis zum September 21 da, das System. Ja, jetzt dürft ihr applaudieren. Ja, ja. Nein, nur die, ihr nicht. Ja, das doch, für das System. Das System ist ja toll. Bleibt bei 500 Euro und ihr könnt ausgleichen. Obst und Gemüse? Obst und Gemüse, Ernährung müsstest du dich, ja. Obst und Gemüse ist nicht mein Thema, aber... Naja. Klar. Sogenannte Kartoffeldrillinge. A. Benötigen von der Pflanzung bis zur Ernte maximal einen Monat. B. Müssen einen Durchmesser von 25 bis 40 mm haben. Oder C. Entwickeln dreimal so viele Triebe wie andere Kartoffelsorten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Kartoffeldrillinge? Ja. Ist einfach eine Kartoffelsorte. Aha. Letztendlich. Deswegen glaube ich prinzipiell von der Dauer her bis Kennst zur du dich Ernte. Denn mit sowas aus? Naja, ich gehe regelmäßig einkaufen. Meine Freundin arbeitet als Ernährungs- und Fitnesscoach. Da ist halt Ernährung immer ein Thema bei uns. Und ich kenne mich zwar jetzt nicht mit den ganzen Nährstoffen so tausendprozentig aus, aber so vom Namen her weiß ich, was es ist. Ja, deswegen denke ich, weil es halt auch eine ganz normale Kartoffelart jetzt ist und jetzt zum Beispiel keine Süßkartoffel oder so, die vielleicht ein bisschen wirklich anders ist, glaube ich nicht, dass die länger oder kürzer bis zur Ernte braucht. Also vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass sie eine gewisse Größe haben müssen. Weil die Drillinge meistens auch eher kleiner sind. Dann nehmen wir B. Ja, das Bauchgefühl gut ist. Laut den für den Handel mit Speisekartoffeln geltenden Berliner Vereinbarungen handelt es sich bei Drillingen nicht um eine Sorte oder Handelsklassenbezeichnung, sondern um eine Sortierungsgröße.
Knollen von lang-ovalen bis langen Sorten können bei einem Durchmesser von 25 bis 35 mm und Knollen von runden bis ovalen Sorten bei 25 bis 40 mm unter der Zusatzbezeichnung Drillinge in den Handel gebracht werden. Richtige Antwort. Ja. Das sind die, die oft auch so im Ganzen, so auch als Rosmarinkartoffeln und so, dann in die Pfanne kommen. Ah, oder beim Grünkohl. Auch da. Ja. So, auch ihr habt die ersten 500 Euro. So, da ich mit Insekten nie so gut zurechtkomme, habe ich die Hoffnung, dass es heute das Gegenteil bewirkt. Ah, gute Strategie. Also Insekten. Ja. Traumatherapie. Ja, sehr gut. Traumata-Aufarbeiten, jawohl. Das ist sehr gut. Eine Honigbienensammlerin produziert in ihrem ganzen Leben etwa einen Teelöffel Honig. B kann in 2 Minuten rund 5 Kilometer zurücklegen. Oder C besucht am Tag bis zu 9000 Blüten. Also. Eine Honigbiene im ganzen Leben einen Teelöffel Honig. In ihrem gesamten Leben, das heißt in einem Jahr, vielleicht 2 Jahre, so, das ist so viel. Ja. Das ist schon wenig. Oder? Ja, finde ich auch. Also die ist bestimmt in der Lage, mehr zu schaffen. Ja, mindestens 2 Teelöffel. Ja. Und da dann liegen wir ja schon drüber und dann können wir das aussortieren. Kann in 2 Minuten rund 5 Kilometer zurücklegen. Das heißt, die fliegt mit einer Geschwindigkeit von 150 Kilometer pro Stunde. Ausgeschlossen. Das heißt, sie könnte einem Leoparden entkommen. Locker. Praktisch, aber ich würde einfach ein Stück höher fliegen, dann hätte ich... Dann ist es gleich erledigt, ja. Aber besucht am Tag bis zu 9000 Blüten. Das ist natürlich auch eine ziemlich... Leistungssport. Eindeutig. Aber warum soll sie das nicht... Aber die sind ja auch... werden ja auch als fleißig betitelt, also vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass die ziemlich weit kommen. A oder C und A ist uns zu wenig, ne? Ein Teelöffel im ganzen Leben. Gut, ist uns zu wenig. Wie lange lebt so eine Biene? Da habt ihr jetzt alles ausgeschlossen, ja oder zwei. Ne? Nee, wir schwanken zwischen A und C gerade. Hm. Also C kann ich mir, ich will eher bei C als bei A. Ich finde, das ist bestimmt mehr als ein Teelöffel. Lass uns den, wir sind Leistungssportler. Wir gehen ans Limit. Nehmen die wir können uns das Bienen Limit als vorstellen. Unsere Kollegen. Wir nehmen die 9000 Blüten, wir nehmen C. Alles klar, das ist eine Arbeitsbiene. Pro Jahr produziert ein Bienenvolk im Schnitt rund 20 bis 30 Kilogramm Honig. In einem 500 Gramm Glas Honig steckt die Lebensleistung von etwa 50 Honigbienensammlerinnen. Denn in ihrem kurzen, maximal 9 Wochen langen Leben sammelt eine Biene gerade einmal genug Nektar für rund 10 Gramm Honig, also etwa einen Teelöffel voll. Ja. Es bleibt erstmal bei 500 Euro. Ihr könnt in Führung gehen. Was ist so mit digital? Kennst du dich da aus? So ein bisschen Internet? Und, ja, ja nicht zu schlecht, aber ich bin jetzt auch kein IT-Freak. Aber wir versuchen mal digital. Mhm. Bei einem kriminellen Supply Chain-Angriff auf den PC wird A. über ein Smartphone im selben WLAN ein Virus installiert. B. bei der Abbestellung eines Newsletters auf dem PC zugegriffen oder C. ein bösartiger Code in vertrauenswürdige Software eingeschleust. Noch nie was von gehört. Ein Supply Chain. Nee. Kann man schon mal drüber gestolpert sein? Ein bösartiger Code wird in vertrauenswürdige Software eingeschleust. Bösartiger Code? Ja, ein Code in der Computersprache kann ja alles Mögliche sein. Ne, also das muss ja gar nichts Greifbares für uns irgendwie sein. Und dass der irgendwie rumwüstet da nachher, ist alles möglich. Aber das finde ich zu krass für, sagen wir mal, diesen Begriff an sich. Und wenn Kai gerade sagt, dass man da auch schon mal drüber gestolpert sein könnte, ist das vielleicht eher eine Sache, die wirklich auch angezeigt werden kann. So ein bösartiger Code kann, glaube ich, eher im Hintergrund irgendwas kaputt machen und nachher... Ich meinte eher den Begriff. Also nicht, dass euch das irgendwo am Rechner schon mal untergekommen ist, sondern da redet man schon hier und da mal drüber. Können wir mit der Übersetzung was anfangen? Supply heißt doch Zugabe, also... ergänzend. Ergänzend, genau. Ja, ergänzende Kette. Also könnte... Dadurch, dass man von der Kette spricht, kann man natürlich vielleicht vermuten, dass es vom Smartphone auf den PC übergeht. Also es wäre von der Übersetzung her vielleicht das
plausibelste, aber... Das heißt also, ich habe ein Virus in meinem Smartphone und durch dasselbe WLAN ja, der Virus nur auf den PC über. Genau. Mich lacht auf einmal C wieder an, aber gut, wir nehmen mal A. Supply Chain, Blockchain gibt es ja auch noch. Supply Chain-Angriffe sind eine ernste Bedrohung für Unternehmen. Die sogenannte Lieferkettenattacke liegt dann vor, wenn Cyberkriminelle in den Entwicklungslebenszyklus einer Software eingreifen, sodass mehrere Endverbraucher des fertigen Produkts oder Dienstes betroffen sind. Dabei wird ein bösartiger Code beispielsweise über ein Update in eine bereits länger genutzte und somit eigentlich vertrauenswürdige Software eingeschleust. Da in solchen Programmen und Anwendungen keine Viren vermutet werden, werden sie oft nicht oder erst spät bemerkt. Ah. Chain-Kette, ne, das ja, deswegen war ich dann auf einmal bei C auch wieder. Aber, ja, ne? Es so, bleibt erstmal bei 500 Euro. Chain ist falsch gewählt, einfach. So. Ja, so. Ja. Schauen wir nach vorne. Schade. Was hältst du denn so von Trick 17 oder Clever, so Haushaltstipps? Weil wir könnten jetzt vielleicht aufs Publikum zurückgreifen. Ach so, ja, weil das ja bisher immer angefordert war und noch nicht durchgeführt. Richtig. Ja, also lass uns das in Angriff nehmen. Aber als nächstes nehmen wir deine Erfindung, weil... Danach. Ja, danach. Okay, dann nehmen wir erstmal Trick 17. So ist das, was wir schon mal auf Vorrat haben. Damit wir schon mal wissen, was wir danach haben. Damit das bleibt. Es sei denn, wir Trick 17. Der Oberflächenspannung-Tintentest ist hilfreich, um... A. Antikalkpulver für die Waschmaschine richtig zu dosieren. B. Den Feuchtigkeitsbedarf der eigenen Haut festzustellen. Oder C. Herauszufinden, ob Klebeband gut auf einem Untergrund haftet. Oha. Oh. Oberflächenspannung Tintentest. Was würde man denn dann machen? Dann würde man den Tintentropfen... In die Waschmaschine. Ja, auf die Kleidungsstück geben. Ja, beim Kleidungsstück? Also, wenn das rauskommt, dann mache ich das da drauf. Oder ich mache es in die Maschine. Du musst es gleich wieder reinschmeißen. Dann Feuchtigkeitsbedarf der eigenen Haut festzustellen. Das heißt also, es kommt auf die Haut. Und wenn es zerfließt oder zerfließt nicht. Wenn es nicht zerfließt, was ist dann? Also, dann ist der Fettgehalt zu gering. Aber bei Feucht... Ja. Aber bei, das heißt, wenn ich zu trockene Haut habe, ist ja nicht zu wenig Wasser drin, sondern zu wenig Fett. Ja. Dann passiert was? Dann verteilt er sich? Aber wir reden ja von in der Haut. Herauszufinden, ob Klebeband gut auf einem Untergrund haftet, das hängt doch total vom Untergrund ab. Und nicht von der Tinte. Fragen wir das Publikum? Wir fragen das Publikum, oder? Ja, nur ganz kurz, was nehmen wir denn, wenn die keiner antwortet? Ach so, wenn da keine Antwort kommt, dann... Fragen wir das Publikum. Wir denken in der Zwischenzeit darüber nach. Dann würde ich C nehmen. Ja. Einfach, weil das Einzige ist, was ich sofort sehen würde. Ja, Oberflächenspannung Tintentest. Ja, so. Guck mal da. Hallo. Sehr gut. Ich habe wenigstens ein bisschen Ahnung. Ja, guck, da kommt der Kollege. Ich hab das Gefühl, da war die Oberflächenspannung auch sehr hoch, ne? Weil das musste raus jetzt. Ne? Genau so ist es. Wie heißt du? Ich bin Olaf. Woher kommst du, Olaf? Aus Nordenham, an der Wesermündung. Ja. Was machst du beruflich, Olaf? Ich bin Landwirt, also die Kartoffeln lagen mir sehr nah. Ja, alles klar. Jetzt kommen wir hier aber zur Oberflächenspannung, zum Tintentest. Ja, also ich bin so bei 50% richtig. Ich würde sagen, ich habe einen Untergrund, da träufle ich einen Tintentropfen drauf und wenn der verläuft, dann würde ein Klebeband da gut drauf haften. Ha. Ach, dass ich den... Ah, ich teste nicht das Klebeband, sondern den Untergrund. Was für ein kluger Mann. Ja. Gut, dass der hier sitzt. Olaf, wir haben Antwort C festgehalten und schauen uns hier die Auflösung an. Um den Oberflächenspannung-Tintentest durchzuführen, wird ein wenig Tinte aus einer Patrone benötigt, aus der ein Tropfen auf die zu prüfende Oberfläche gegeben wird. Bleibt der Tropfen liegen, so würde auch der Klebstoff weniger Haftung finden und der Untergrund wäre weniger gut geeignet. Verläuft der Tropfen sofort, so ist die Fläche leicht zu benetzen und der Klebstoff des Klebebandes wird es ebenfalls leicht haben, auf der Fläche zu kleben. Grüße nach Nordenham. Richtige Antwort. Kommt die Sache ja ein bisschen in Schwung. Und ihr steht bei 1.000 Euro. Ja, immerhin. Vierstellig. Clever.
Und wir hoffen auch auf das Publikum. Gingerol in Ingwer. A. Bekämpft schwefelhaltige Verbindungen im Mund. B. Repariert Haare mit Spliss. Oder C. Hilft dabei, Muttermale zu verkleinern. Ein Glück hat die Frage nicht Eberhard Ginger gekriegt. Mit Ginger. Ja, Gingerol. Ja. Also, Gingerol habe ich noch nie gehört, aber ist anscheinend ein Inhaltsstoff des Ingwers. Und was man ja häufig macht, zum Beispiel beim Sushi-Essen, dass du ja dann dazwischen den eingelegten Ingwer halt auch isst, um wieder einen neutralen Geschmack zu haben. Deswegen könnte ich mir theoretisch schon vorstellen, dass das diesen schwefelhaltigen oder ja die schwefelhaltige Verbindung im Mund bekämpfen könnte. Und auch grundsätzlich hat Ingwer ja eine sehr gute Wirkung, gerade was Entzündungen und alles Mögliche angeht. Das stimmt. Also, das gilt als sehr gesund. Ja. Aber es ist wirklich auch ein Heilmittel, so in der, das heißt Heilmedizin, aber halt was das Thema Ernährung angeht. Also das war das, was mir als erstes jetzt ins Auge gesprungen ist. Bei den anderen Dingen, ja, mit den Haaren, da kannst du natürlich dann mit Kollagen argumentieren, dass sowas da helfen würde, Muttermale zu verkleinern. Boah, habe noch nie was von gehört. Also da ist jetzt das Bauchgefühl A, aber was denkst du? Ich bin ja, also ich war auch sofort eigentlich bei Mundhygiene. Okay. Und mit Muttermalen. Also wollen wir es riskieren, weil wir eigentlich beide dann eher für A sind? Ja, okay. Ja, dann lass lieber das Publikum nehmen, wenn wir wirklich gar keinen Plan haben. Gar keinen. Okay. Ja, dann nehmen wir mal A. Das klingt doch nach einem Plan, wenn ihr euch einig seid. Oh Gott, nein. Das in Ingwer enthaltene Gingerol sorgt für den scharfen Geschmack der Gewürzpflanze. Außerdem kurbelt es die Produktion des Speichelenzyms Sulfhydryloxidase 1 an. Das Enzym baut schwefelhaltige Verbindungen im Mund ab, die Bakterien beim Zersetzen von Essensresten hinterlassen. Wird nach dem Essen Ingwer für einige Minuten zerkaut, verschwinden langfristig unangenehmer Nachgeschmack und Mundgeruch. Richtige Antwort auch hier, auch bei euch. 1000 Euro. Wir haben noch das Fragezeichen. Wie bitte, wie ticken wir in Erfindung? Wir hatten den Vorratsbeschluss schon für Erfindung. Ja, gut. Nehmen wir an, 1857 wurde in London ein Ring aus Kautschuk erfunden, der A. in die Manteltasche eingenäht, bei Taschendiebstahl zuschnappte, B. als Aufkleber auf Schuhsohlen das Gehtempo beschleunigen sollte oder C. auch beim Tragen eines Hutes aufwendige Frisuren erhalten konnte. So, in die Manteltasche eingenäht, bei Taschendiebstahl zuschnappte. Scheint sich allgemein nicht wirklich durchgesetzt zu haben. Selbst wenn, dann hätte er den Kautschukring ja mit rausgezogen und dann wäre es möglicherweise doch zu dem Diebstahl des Kautschuksring. Aber der war ja festgenäht, der Ring. Ach so, wenn er festgenäht, eingenäht. Ich frage mich nur, wie man so einen Ring, wenn man dann reingreift, wie der zuschnappt. Das ist das, was ich so... Dann müsste der ja relativ kompliziert gedreht sein. Und wenn du selber an dein Portemonnaie gehst oder an deine Uhr oder was auch immer da drin und war... Auch, dann fängst du dich ja selbst. Ja. Aber als Aufkleber auf Schuhsohlen das Gehtempo beschleunigen sollte, also jede Gummisohle ist ja im Grunde genommen sowas Ähnliches. Man kann dann dadurch durchaus das Gehtempo beschleunigen, weil der Widerstand hier größer ist als bei Ledersohlen. Wir hätten jetzt also nicht so einen richtigen Ring, sondern so eine, ähnlich wie so ein... Das ist eine ganze Fläche dann. Genau, von so einem Wegglas, so ein Einmachglas. Ein Ring. Und der könnte dann auf Ledersohlen aufgebracht werden. Aufgeklebt, das wäre eine Möglichkeit, damit man dann besser und schneller gehen kann. Okay. Aber beim Tragen eines Hutes aufwendige Frisuren erhalten konnte. Das heißt, der Ring wird unten am Hut eingenäht, sodass also der fest auf dem Kopf sitzt und dadurch die Frisur nicht erschüttert werden kann. Ja, dass er entweder den Hut anhebt oder dass man damit die Frisur zusammen macht. Dann kann man den Hut aufsetzen. Wenn man den Hut runter macht und den Ring weg, liegt die Frisur wieder perfekt. 18, wofür wollt ihr euch entscheiden, Bernhard? 50. Was sagt dein... Also mein Bauchgefühl sagt C. C. So, jetzt haben wir ja
zweimal aufs Bauchgefühl geachtet und dann war es das andere. Ja. Sollen wir weiter auf unser Bauchgefühl hören, weil wir glauben einfach langfristig auch an unseren Bauch und sehen die anderen beiden Sachen als Ausreißer, oder ist das das Konzept, dass wir das Falsche fühlen? Ja gut, also ich habe auch mal gelernt, wenn man was nicht weiß, ist es B. Also, also ist es B. Ja. Die Erfindung eines gewissen Mr. James aus London wurde 1857 in der Modeillustrierten Die Wiener Elegante vorgestellt. Es handelte sich um einen Ring aus Kautschuk, der in die Eingangsöffnung einer Manteltasche eingearbeitet wurde. Der Ring verhinderte nicht, dass eine Hand in die Manteltasche hineingreifen konnte. Jedoch beim Herausziehen, möglicherweise mit der geldgefüllten geschlossenen Faust, schnappte der Ring zu und der Träger verspürte einen deutlichen Zug an der Tasche. Der versuchte Taschendiebstahl fiel dank dieser Vorrichtung unweigerlich auf. Ja, es ist halt eng, es wird eng. Ja, schnappen hatte ich anders im Kopf. Es bleibt bei 1000 Euro, ihr könnt in Führung gehen. Jetzt aber. Wie ticken wir es psychologisch? Wenn denn eher für wie bitte, da kann man vielleicht drauf kommen. Gut, machen wir. Wie bitte. Der Australier Dan Crowley nahm in den 1990ern an 3 Rugby-Weltmeisterschaften teil und A. fing keinen einzigen Ball, B. arbeitete nebenbei unerkannt als Undercover-Polizist oder C. entdeckte dabei 3 neue Regenwurmarten. Arbeitet nebenbei unerkannt als Undercover-Polizist. Bei 3 Rugby-Weltmeisterschaften. Ich meine, je nachdem, wo die waren und er beruflich halt wirklich auch Polizist ist, was häufig vorkommt bei Sportlern, dass die in der Polizei tätig sind und gerade in den Sportarten. Oder Bundeswehr, ne? Genau. Aber in Australien. Also ist nicht ganz abwegig. Also B finde ich nicht so als wie bitte. Also nicht in dieser Kategorie. Kann ich mir zwar vorstellen, aber das ist am wenigsten finde ich wie bitte. Er war Undercover-Polizist. Da gibt es auch andere in anderen Jobs, die das. Ja. Also B würde ich definitiv ausschließen. A und C ist natürlich lustig. Ich kann mir eher A vorstellen, weil es muss nicht unbedingt einer einen Ball immer fangen. Das ist ja beim Football genauso. Da gibt es ja auch nicht nur. Da gibt es ja auch Verteidiger und die müssen ja auch nicht wirklich einen Ball fangen. Deswegen ist auch da die Frage, ist das wie bitte? Oder ist tatsächlich das Allerschrägste, ist leider C. Ja, das ist so. Ja, ich meine, die laufen auf Rasen rum, dann wir wissen, dann kommen die Regenwürmer raus. Was? Ach die Spieler. Ach so, meinst du die? Ja, die bei Vögel und dann kommen Regenwürmer raus. Also das ist echt ein Problem. Wir haben nur noch eine Frage. Pass auf, ich würde das tatsächlich ans Publikum geben. Ja, weil vielleicht hat das tatsächlich einer gelesen. Okay. Tendenziell würde ich C nehmen. Von der Vernunft her ist aber A, glaube ich, richtig. Dann schauen wir mal. Verstehe. Dann. Hallo, herzlich willkommen. Da bin ich jetzt ja, bin ich sehr gespannt. Ja, ne? Ich auch. Ich hatte kurz gedacht, er ist Dan Crowley. Ne? Hallo, wie heißt du? Ich bin Günther aus Vechelde bei Braunschweig. Okay, Günther. Und Dan Crowley, wer kennt ihn nicht? Du kennst ihn wirklich? Natürlich nicht. Aber er hat doch nie einen Ball gefangen, ne? Also A. Du sagst A. 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 Okay. Aber was ist deine Sportart, für die du dich am meisten begeistern kannst? Tischtennis. Ah, auch schön. Auch noch nie einen Ball gefangen. Sehr gut. Also, wir haben Antwort A eingeloggt. Und jetzt lernen wir ihn kennen, den guten Dan. Der Australier Dan Crowley nahm in den 1990er Jahren 3-mal an den Rugby-Weltmeisterschaften teil und bestritt 125 Spiele für die Queensland Reds. Was damals niemand wusste, er führte ein Doppelleben und arbeitete nebenbei als Undercover-Polizist für die Polizei von Queensland. Er brachte die Sportmedien dazu, keine Fotos von ihm zu veröffentlichen, um bei seinen Einsätzen nicht erkannt zu werden. So gelang es ihm, mehrere Drogenringe an der Gold Coast zu zerschlagen, ohne dass er je aufflog. Ja gut. Das ist ungewöhnlich. Wie bitte? Ja, es bleibt bei 1000 Euro. Ja. Gut. Jetzt könnt ihr noch mal in Führung gehen. Wir haben noch Fragezeichen, oder wie ticken wir? Ja. Wie ticken wir als Psychologie? Oder Fragezeichen, Bernhard? Fragezeichen ist irgendwas. Psychologie nehmen?
Fragezeichen. Fragezeichen. Keine Psychologie. Um die riesigen Sequoia-Bäume in Kalifornien 2021 vor Waldbränden zu schützen, wurden sie A. mit Olivenöl bestrichen, B. mit Kugeln aus Hydrogel behängt oder C. am unteren Stamm in Alufolie eingewickelt. Also mit Olivenöl bestrichen. Was passiert denn, wenn so ein Feuer an so ein Olivenöl herangeht? Dann macht das Olivenöl brennbar? Also bei den Temperaturen, du solltest es ja schon in der Pfanne nicht zum Kochen bringen. Keine gute Idee. Das sehe ich auch. Würde ich nicht. Mit Kugeln aus Hydrogel behängt. Hydro ist, oder dieses, das ist ein Wassergel. Wasserhaltig geht könnte in die Ritzen. Natürlich, oder wasserhaltiges Gel. Das könnte natürlich dazu beitragen, dann die Waldbrände nicht so sich entwickeln zu lassen. Ja. Achso, das ist dann quasi wie so ein Wasserreservoir. Ist am unteren Stamm in Alufolie eingewickelt. Ich meine, das machst du mit einer Kartoffel auch auf dem Grill. Ja. Und warum soll das nicht in groß gehen? Das ist natürlich, da brauchst du schon mehr als eine Rolle. Zumindest für mehrere Bäume. Bis C würde jetzt, wäre so die Kartoffellösung, wäre mir jetzt. Das ist eure letzte Frage. Wie das denn? Lass uns das mit C probieren. Ja, wir nehmen C, was sonst? Ja, wir dachten an die Kartoffel und ja, nahmen genau. C. Wir nehmen die Kartoffelstrategie. Ja. Im September 2021 drohte ein Waldbrand, die berühmten Mammutbäume im Sequoia-Nationalpark in Kalifornien zu zerstören. Darunter auch den General Sherman, der mit einem Stammvolumen von ca. 1500 Kubikmetern als derzeit größter Baum der Welt gilt. Um ihn und weitere Bäume vor dem Feuer zu schützen, wurden sie am Fuß mit einer feuersicheren Aluminiumfolie eingewickelt. Sie sollte die Hitze reflektieren und den Stamm vor umherfliegender Glut schützen. Richtige Antwort. 1500 Euro, da könnt ihr jetzt auch noch hinkommen mit der letzten Frage aus der Kategorie Wie ticken wir? UVB-Strahlung fördert nachweislich A. den Appetit auf tierische Fette, B. die Skepsis gegenüber anderen Meinungen oder C. den Anstieg an romantischer Leidenschaft. Naja, du, sagen wir mal, in der Sonne, sagen wir mal, das ist dich vielleicht zum, je nach Jahreszeit halt zum Schwitzen bringt, ist eher, dass du Durst bekommst oder... Ja, also tierische, ich würde sogar das Gegenteil sagen, dass du eher, ich habe da nicht unbedingt Bock auf fettige Butter, sondern eher Margarine, also eher, also ich würde A auch erstmal ausschließen. Ja. Aber das Problem ist nachweislich. Was kann man von den dreien wirklich nachweisen? Das ist tatsächlich eigentlich nur A. Weil B, wie weißt du, da kannst du nur mit einer Umfrage machen. Da kannst du nicht Blut abnehmen und gucken, wie ist da der Zuckerwert zum Beispiel. Appetit ist ja, wenn du, da kannst du ja Blutzucker, glaube ich, meine, da kannst du dich, glaube ich, besser aus. Aber da gibt es auch diese Kurve, ich habe Hunger oder nicht, das ist ja tatsächlich... Ja, wie gesagt, wenn du das jetzt aber wirklich aufs Psychologische beziehst und dann mal deine Hirnströme und was weiß ich was messen lässt und zu schauen, was passiert wann. Das ist ja nicht die Kategorie dann, Ernährungswissenschaften. Ja, also da könnte A und B sicherlich nachgewiesen werden. Den Anstieg an romantischer Leidenschaft finde ich schwer messbar, ehrlich gesagt. Weil ich bei B das Einzige vielleicht irgendwie verbinden könnte, ist, also bei mir ist es zumindest so, wenn die Sonne scheint, bin ich gut drauf. Was aber auch so ein bisschen vielleicht verursacht, dass man selbstbewusst ist, ne, einfach fühlt sich gut und vielleicht willst du dann eher mal deine Meinung durchsetzen und bist skeptischer bei Meinungen anderer. Ich bin mir bei A wegen Nachweis, also das ist wirklich, ich glaube, das nachweislich. Ich kann es mir zwar irgendwie nicht vorstellen, warum, aber das ist auf jeden Fall nachweisbar. Dann mal nehmen wir das. Wir nehmen A. Na, du grillst doch im Sommer definitiv häufiger als im Winter. Das auf jeden Fall. Ja, vielleicht liegt das an der UVB-Strahlung. 2021 untersuchten Forschende der Universität Tel Aviv die Auswirkungen von UVB-Strahlung auf die menschliche Hormonproduktion. Probanden nahmen dreimal wöchentlich an einer Lichttherapie teil, die bereits nach einem Monat zu erhöhten Werten der Sexualhormone Testosteron und Östrogen führte. Anhand eines Fragebogens beurteilten die Teilnehmenden außerdem auf einer Skala von 1 bis 9 die körperliche Anziehung und emotionale Bindung zu ihrem Partner.
Nach der einmonatigen Lichttherapie bewerteten die Teilnehmenden ihr Liebesleben deutlich besser und bestätigten somit, dass UVB-Strahlung einen Anstieg an romantischer Leidenschaft fördert. Das hätte ich aber auch nicht. Aber du trainierst ja lieber. Ab in die Sonne. Wir haben folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Eberhard Ginger und Bernhard haben 1.500 Euro auf dem Konto. Fabian Hambüchel und Elton 1.000 Euro. Und so geht's jetzt ins Finale. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage kommt, ist Seefahrt. Seefahrt. Es wird auf jeden Fall lustig. Okay. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher Geschwindigkeit entspricht ein Knoten in der Seefahrt? A. 1,5 Meter pro Sekunde. B. 1,852 Kilometer pro Stunde oder C, 12 Seemeilen in 24 Stunden. Ihr habt 20 Sekunden. Ab jetzt. Beide Teams haben eine Antwort eingeloggt, haben Geld gesetzt. Wir sind gleich zurück. Und dann gibt's die Entscheidung. Bleiben Sie bei uns. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren. Mit Eberhard Ginger im Team mit Bernhard. Die beiden haben 1.500 Euro erspielt. Und Ihnen gegenüber Fabian Hambüchen mit Elton 1.000 Euro auf dem Konto. Ja. Ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Welcher Geschwindigkeit entspricht ein Knoten in der Seefahrt? A. 1,5 Meter pro Sekunde. B. 1,852 Kilometer pro Stunde. Oder C. 12 Seemeilen in 24 Stunden. Wie viel Geld wurde gesetzt? Eberhard Ginger und Bernhard haben gesetzt. 501 Euro. Fabian Hambüch und Elton haben gesetzt. Natürlich alles. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort. B. Team Elton tippt auf. Antwort B. Nun weiß ich zumindest, dass Eberhard Ginger der Luftfahrt sehr zugetan ist. In der Tat, ja. Gleich. Aber wir fragen ja hier nach einem Knoten in der Seefahrt. Ja. Hast du eigentlich selber auch einen Flugschein? Ja. Ja. Der Knoten ist gleich eine Seemeile pro Stunde und ist ein Geschwindigkeitsmaß in der See- und Luftfahrt und basiert eben auf der Längeneinheit Seemeile. Und ein Knoten entspricht genau 1,852 Kilometer pro Stunde. Antwort B ist richtig. Und damit gewinnt ihr 2.001 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Und 2.001 Euro sind für jeden von euch 40 Euro und 84 Cent. Hätte mir jetzt eigentlich können, oder? Ja, Sicherheit. Viel Spaß mit dem Geld. Glückwunsch euch. 40,84 Euro auch für unsere drei App-Gewinner, die heute mitgespielt und gewonnen haben. Auch euch herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank an unsere Gäste. Danke an